Moin, liebe Freunde des CNC-Fräsens. Heute gibt es mal ein kleines Video, was eher für Anfänger gedacht ist. Und es geht darum, wie man mit einfachen Mitteln eine Kante von einem Werkstück sehr genau antasten kann. Ich werde eine kleine Serie machen, ich denke mal so 3, 4 Videos mit verschiedenen Methoden. Und heute geht es um das Antasten mit einem Zylinderstift. Das hier ist jetzt ein 8er Stift, Toleranzklasse M6. Das bedeutet, der ist im Bereich von 8,008 bis 8,019, also ungefähr plus 1 bis plus 2 Hundertstel. Das werden wir jetzt mal überprüfen. Dafür nehme ich mein Endmaß her und stelle erstmal die Messschraube ein, ob die auch richtig eingestellt ist. Und ich hoffe, dass man es erkennen kann. Also das passt jetzt ziemlich gut, also die ist ziemlich genau auf 0, also 8,0. Und jetzt gucken wir mal bei dem Stift, was wir da messen. Genau, der ist jetzt ein Hundertstel größer. Also 8,01 mm, das heißt, wenn ich damit genau antasten will, hätte ich einen Radius von 4,005, also 5000stel mehr. Ja, und damit kann man wirklich super antasten. Die Messung habe ich so bei ungefähr 20 Grad, also jetzt sind es hier 20,8 Grad durchgeführt. Also dadurch dürfte kein großer Fehler reingekommen sein. Ich habe den Stift jetzt in der ER-Spannzange. Da sollte man immer noch mal kontrollieren, ob er auch schön rund läuft. Ich habe jetzt die Tausendstel Uhr dran und ich drehe einfach mal gucken, was passiert. Ja, so wie ich das jetzt hier von der Seite erkennen kann, sind das vielleicht 3000stel. Also das wäre schon super und damit können wir dann wirklich sehr, sehr genau antasten. Im Schraubstock hätten wir jetzt auch die Möglichkeit, den Stift als Anschlag zu nehmen. Also ich nehme einfach das Teil, schiebe es leicht dagegen und drehe dann den Schraubstock zu. Könnte jetzt in meiner X-Achse, das wäre jetzt diese Richtung, einfach den Wert von 4 mm einstellen. Also in dem Fall bin ich ja bei minus 4,005 und hätte damit auch schon ein sehr genaues Ergebnis. Aber man kann natürlich auch ein Werkstück, was schon eingespannt ist, antasten und das schauen wir uns gleich mal an. Eine Möglichkeit des Antastens ist über einen Lichtspalt. Also ich habe das eben genullt, ich weiß jetzt auch, wo die Null ist und jetzt stehen wir ungefähr gut 2 Zehntel vor der Kante. Ich fahre jetzt meinen Hundertstelschritten an das Werkstück und dann sieht man, wie der Lichtspalt immer kleiner wird. Und mit dieser Methode kann man auch auf ein Hundertstel genau antasten. Also ich fahre jetzt einfach mal rüber. In Hundertstelschritten. Der Spalt wird immer ein bisschen kleiner. Jetzt ist es noch ein Zehntel. Jetzt sind es noch 5 Hundertstel. 4, 3, 2, 1. Also mit der Kamera sieht man es nicht ganz so gut, wie ich es jetzt mit dem Auge sehe. Ich fahre noch mal 2 Hundertstel weg. So, ich hoffe, dass man jetzt einen kleinen Lichtspalt sieht. Also jetzt sind wir 2 Hundertstel davor. Und jetzt fahre ich nochmal rüber. Also nochmal bis auf die Null. Und dann wird es sehr dunkel. Ich habe jetzt von hinten keine Lichtquelle. Wenn man von hinten eine Lichtquelle hat, kann das natürlich noch ein bisschen besser funktionieren. Neben dem Lichtspalt hat man natürlich auch noch die Möglichkeit, mit einer Metallfolie das Ganze zu testen. Also ich habe jetzt eine 3 Hundertstel mm Metallfolie. Und man sucht einfach, wie lange man die hin und her schieben kann, so lange bis es klemmt. Und ich fahre jetzt mal ein Hundertstel weiter rüber. Jetzt sind wir ungefähr 3 Hundertstel weg, also man sieht, ich kann sie noch leicht verschieben. Aber wenn ich jetzt noch 1 Hundertstel rüber fahre, das mache ich gerade mal, dann wird sie wahrscheinlich festhängen. Jetzt noch mal 1 Hundertstel. Ja,
und jetzt hängt sie fest. Also ich kann jetzt hier nichts mehr bewegen. Also mit so einer Folie kann man auch aufs Hundertstel genau antasten. Man kann es auch mit Papier machen, aber ich nehme lieber hier diese Folie, da weiß ich genau, die ist 300 mm stark. Die drückt sich nicht zusammen und damit geht das wirklich super genau. Man kann diese beiden Verfahren natürlich auch kombinieren, das heißt, man fährt erstmal dran, bis man einen kleinen Lichtspalt hat. Und auf den letzten Hundertstel nimmt man dann die Folie, um dann wirklich nochmal zu prüfen, ob man das richtige Maß erreicht hat. Also eine Kombination aus den beiden Verfahren ist natürlich auch möglich. Man kann natürlich auch antasten, indem man einen elektrischen Kontakt nutzt. Ich mache das nicht. Ich habe das jetzt hier nur mal ganz provisorisch aufgebaut. Also ich habe eine 9-Volt-Batterie. Von der 9-Volt-Batterie gehe ich über einen 470 Ohm Vorwiderstand auf diese LED. Und diese LED hängt jetzt hier an dem Aluklotz dran mit der Masseseite. Die Masse von der Batterie geht hier oben auf die Spindel. Und wenn jetzt der Stift mit dem Werkstück in Berührung kommt, dann wird der Kontakt geschlossen und die LED leuchtet. Und da fahre ich jetzt auch mal hin. Ich stehe im Moment 300 davor. Fahre mal rüber. 2, 1, 0. Und ihr seht, das geht auch auf ein Hundertstel genau, dass man mit dem Stromkreis das Ganze regelt. Fahren wir ein Hundertstel weg, eins weg, eins hin, also auch aufs Hundertstel genau. Gehen wir nochmal auf die Vor- und Nachteile dieser Antastmethode ein. Also es ist ein sehr einfaches Verfahren. Wenn ihr es zum Beispiel vergleicht mit einem 3D-Kantentaster, den müsst ihr hardwaremäßig an eure Steuerung anschließen und softwaremäßig einbinden. Das fällt hier natürlich alles weg. Man kann trotzdem sehr genau mit dieser Methode messen. Als Nachteil sehe ich vielleicht, dass es ein bisschen aufwendiger ist. Man muss den Stift einspannen. Man muss, wenn man sehr genau messen will, auch nochmal den Rundlauf prüfen. Das ist aber immer der Fall, wenn ihr mit ER-Spannzangen, also mit keiner festen Spannzange arbeitet. Wenn es sehr genau werden soll, muss man den Rundlauf eigentlich immer testen. Also ich nehme das Verfahren immer sehr gerne, wenn ich es aufs Hundertstel genau haben will, also wenn ich wirklich ganz sicher sein will, dass ich die Kante exakt treffe. So ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wieder über ein Like freuen. Im nächsten Video dieser Serie gehe ich dann auf den 3D-Kantentaster ein. Wenn ihr noch Ideen, Anmerkungen zu dieser Antastmethode habt, dann schreibt das doch einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Anton. Ciao.